Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist Angelus. Willkommen zurück zu Red Dead Redemption. Wir sind hier auf der Jagd nach Dutch. Ja, mit der ganzen amerikanischen Armee. FBI ist auch dabei. Unser Panzerfahrzeug wurde aber weggebombt. Jetzt geht's weiter in die Wälder. Wir wissen ja eigentlich, wo sein Versteck ist. Ja. He's crazy, but he certainly ain't stupid. You've already seen that place, right? McDougal told me you went up there with that Indian chap. I seen it all right. We'll be lucky to last 5 minutes with this many men. Okay. Ja, die Befestigung war schon nicht so schlecht gebaut. Hey, Johns? What's he got to do with any of this? Let's just say he has a vested interest in cleaning the filth out of this region. I don't think our old friend Dutch realizes what a great favor he has done us, citing all this hate among the natives. Like you needed an excuse. Ja. Alles ausreden. See, this is what happens when you fraternize with savages. How could you ever follow a man like that? How could you ever follow a man like Ross? Vanderlyn is a psychopath, a murderer, and a rapist. Ross don't seem too different. Dutch was a good man once. A far better man than you. So what made him this way? I don't know. Bastards like you. Seeing that things never change. Naja. Ich glaube noch nicht so wirklich, dass Dutch ein guter war. Anything to get you sons of bitches off my back. There's always somebody watching, Mr. Marston. I thought you'd have gleaned that much by now. You think you're so clever, don't you? No, it's you who thought you were clever. You thought you could just walk away from your old life. Make no mistake, we have been watching. Don't speak to me. You're really an ungrateful slut, Marston. All we need now is Father Christmas. Ich bin undankbar. Instead of punishing you for your crimes, we are giving you a chance to kill the men who betrayed you. You didn't have to punish my wife, too. Oh, please. She's hardly innocent. Don't you talk about her like that. Oh, I would never talk ill of dear Abby. You call her Abby or Abigail? I prefer Abby. No, I like the woman. A little rough for my taste, but very pleasant. I can't wait to put a bullet in your head. Er sollte vielleicht auch aufhören, dem FBI ständig zu drohen, weil er möchte seine Familie wiederhaben. Sent you to Fort Mercer with the simple task of killing Bill Williamson. Next thing you know, you're running all over Mexico like a headless chicken. And now it's Dutch. Well, he's the last one of your merry band, is he not? Then you can go back to your farm, or what's left of it. If need be, you can always send your wife back out to work. I hear she works hard. Go to hell! This old gang of yours just won't die easily, will it? I wonder how many deaths you are all responsible for. How much money you took from pockets of hard-working citizens? We did more for the people with the money we took than the damn government ever did. Good God! This flawed philosophy yours again. If you wish to argue the finer points of ethics, I suggest you learn to read first. And I suggest you learn how to shoot people in the front, not the back. Genau. Warum müssen wir nicht immer so ständige Umwege durch die Berge reiten, ey? Das ist ja schlimm, sowas. Wenn Dutch gute Speer hat, dann sehen die uns schon von Weitem hier irgendwie drauf zureiten. Denn die Festung ist ja nicht so schlecht verteidigt, ne? Die er da gebaut hat. Muss ich immer als Letzter reiten? Dann wird er automatisch langsamer. Schneegebiet ist auch schon wieder vorbei, aber es geht gleich weiter, denke ich mal, mit dem Schnee. Ich sehe mal wieder dieser tolle Fluss. Sehen Sie auf der rechten Seite diesen tollen Fluss? Wasserströme. Perfekt. Für Ihren nächsten Drafting-Ausflug. Oder wie das hieß. Rafting heißt das, glaube ich, oder? Mountain Rafting. Ist es noch weit, Sir? Sag doch mal was, Leute. Wo sind die Gespräche hin? keine Themen mehr. Die reiten ja wie die aufgereihten Deppen dieser Schlangenstraße lang. Es geht nach links, nach rechts. Und jetzt fängt es auch noch an zu schneien. Na toll. Okay, es geht hier nach oben. Warum werdet ihr langsamer, Leute? Eure Pferde haben Angst vor den Kurven, ne? Es wird auch nebelig.
Sieht aus, als hätten wir gleich, wenn wir oben sind, sehr schlechte Voraussetzungen, was eine gute Schießerei angeht. Sehr hoch auf dem Hügel, dann noch Schnee dazu, dann noch Nebel, schlechte Sicht. Aber wir müssen ihn bekommen, bevor die Sonne untergeht. Welch lange Reise, ey. Okay, wir sind gleich da. Oben, wir sehen schon auf der Minikarte, da ist das Ziel. Okay. Jetzt werden sie noch langsamer. Ich warte mal. Direkt da. Ich will zum Punkt. Da ist die Basis. You, blow that gate open. Move, soldier. Kommt endlich mal wieder Bewegung rein hier. Genau, spreng mal das Tor, Alter. Dynamit hier. Bam, Junge. Hey, Major. Was für Schisser, ey. Das ist eine Dynamitstange. Okay. Der Sturm auf die Bastille. Welche Waffe nehme ich denn mal? You idiot! So viele Leute, ey. Schon wieder. Wir haben schon so viele von ihnen abgeschlachtet. Aber der hat sich eine riesen Bande zusammengebastelt, ey. Ey, mal schön den Kopf unten lassen. Komm schon. Steh auf, da ist noch einer. Weiter geht's. Folgt mir, ich kenne den Weg. Oh, 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 oh. Zurückfallen lassen. Deckung. Alter, das sind das immer noch echt. Nicht zu unterschätzen, Leute, ja? Ein Headshot. Nein, jetzt. Nachladen, ich muss nachladen, nachladen, nachladen. Dankeschön. Ins Gesicht. Na? Okay, rechts ist noch einer. Ne, links ist das, sorry. Bin verwehrt. Er lebt noch. Rücke vor ins Dorf. Ein richtiges Dorf hat er auch noch. Okay, hier geht's rein. Nichts zu sehen hier. Oben ist auch niemand. Wo hat er seine Scharfschützen positioniert? Gatling Gun! Mann, wie hab ich die Gatling Gun vermisst? Auf die Kisten schießen! Da, die sind auch noch da. Leider keine Kisten mehr zum Explodieren. Alter, wie die rumlaufen, wie die verrückten Hühner. Hilfe, gib mir Deckung. Ja, super. Ich wollte schnell hinter der Kiste ducken. Ach, an diese blöden Gatling-Guns. Ich glaube, ich mache die Kisten so einfach weg. Du kriegst einfach so keine Deckung, oder? So viele wieder sind, ey. Boah, wie die nicht alle wegballern. Orson, use that Gatling gun. Nein, ich suche. Follow me. Ah, die schießen auf mich. How did you idiots survive this long? Das ist mein Ziel. Wie kann ich nicht auf die schießen jetzt?
gefällt mir gerade ein bisschen besser hier. Wird weniger getroffen, als wenn ich mich an die Gatling Gun stelle, ey. Aber wo willst du denn da hin? Siehst du, es geht doch super. Sauber. Alle weg. Alle weg. Wo war das Problem jetzt? Okay. Die haben sich das hier ganz gut gehen lassen, ne? Mit viel Jagdbeute, die sie haben. Gut was zu essen und so. Okay. Right, Marston. We'll take two men with us. The rest will stay here and take care of the wounded. They'll plant charges at the gate. You and I'll provide the cover fire. All right, man. Blow that gate open. Okay. Cover fire geben. Ja. Hold them off. We need time to set. Ah, nee, ich soll Sperrfeuer geben. Darf ich mit hinterm Stein? Alter, die müssen jetzt schneller weg hier. Gezieltere Schüsse geben. Nein, hör auf! Schieß doch! Ich meine Waffe war leer. Oh. Okay, da muss ich schneller wegschießen mit der Bullet Time. This is it, man. Let's get that gate down. Get ready to hold off their fire, Marston. Up top, cover them. Kann ich auch den Stein hier nehmen? Ja, geht. So, komm. Das sind drei. Best mit drei Headshots wegmachen. Einer hat überlebt. You idiot. Komm, nachladen! Danke. Alter, da kommen so viele neue. Einer wieder über mir. Was ist denn hier? Okay, das war's. Wir sprengen das nächste Tor. Fire in the hole! You tend to your wounded. I gotta face Dutch alone. Ich gehe alleine? Na, war wieder klar. Oh, ja. Looks like it's me and you, John. You should have stayed at home. Meinst du? Oh. I suggest you follow me. Bleib hocken. Von wegen nur noch wir beide. Da sind ja noch welche. Du Lügner. Aha. Alter! Muss auf die Lampe schießen. They got my family. Your family? Ja. Abigail was any man's wife, huh? Oh, gar nicht so leicht. Renn, du Sau! Son of a bitch. God damn it. Damit hast du nicht mit gerechnet, ne? You'll never take me alive, John. Dann nehme ich dich eben tot, ey. Hauptsache irgendwie, oder? Das Feuer versperrt mir auch den Weg. Da ist eine Leiter. Geh mal die Leiter hoch. So. Das letzte Zusammentreffen zwischen John und Dutch. Wenigstens konnte er sein Geschütz nicht lange nutzen wegen dem Feuer hier. Ich würde auch weggehen, wenn's, ne? Wenn wir sonst der Arsch wegbrennt. Er ist hier rein. Komm, nimm mal den Revolver in die Hand, ey. Alter, der hat hier so einen ganzen Minentunnel. Einen Fluchttunnel für sich gebaut. Na, klettern! War ja wieder klar. Oh, Wahnsinnsschuss. Das ist Dutches Höhle hier. Das ist sein... Wo ist denn die Leiter? Da.
Gut, dass der Dutch nicht so der Hellste ist und nicht die Leitern umschubst. Finde ich gut. Wir können ihn einfach verfolgen, weil er zerstört die Leitern nicht. Oder schubst die weg oder sowas. Das finde ich gut. Ich meine, die sind wahrscheinlich dran genagelt. Aber ein bisschen zerstören könnt ihr sie auch trotzdem. Noch weiter hoch. Es geht bis oben zum Berg. Der hat von oben bestimmt eine richtig gute Aussicht gehabt und wusste, dass immer, wenn jemand der Basis hier zu nahe kommt. Genau. Ich komme dir nach. Okay, gehen wir hier rechts. So, wo willst du jetzt hin, hä? Kein Ausweg mehr für dich. Er ist angeschossen schon. Hello again, John. Hello, Dutch. We gotta stop meeting like this. Sure. I got a plan, John. You always got a plan, Dutch. This is a good one. I don't doubt it. We can't always fight nature, John. We can't fight change. Can't fight gravity. We can't fight nothing. My whole life, all I ever did was fight. Then give up, Dutch. But I can't give up, neither. I can't fight my own nature. That's a paradox, John. You see? Then I have to shoot you. When I'm gone, they'll just find another monster. They have to. Because they have to justify their wages. That's their business. Our time has passed. Yeah. Okay. Geschossen hat niemand von den beiden. Er hat sich in den Tod gestürzt. So at the end you didn't have the guts to shoot him. The man's dead, Ross. Sure. Can I see your gun? Oh, trust me. It looks better in the report that way. Where's my family? Your wife was killed in a prison riot last week. I'm only joking, dear boy. They were sent back to that Scrabble ranch of yours in Beecher's Hope. They're quite safe and sound. They better be. Thank you, Mr. Marston, for everything. I know this wasn't easy for you, but I have to say, you've done your country proud. Yeah, exactly. See you around, John. Try to stay out of trouble. Come on, Archer. Let's go find somebody else we can annoy. Was für ein toller, toller Scherz von wegen. Ihre Frau ist tot, wurde beim Aufstand erschossen. In der Situation sollte man mit John Marston, glaube ich, keine Scherze mehr machen. Okay, Leute. Kehre nach Hause zu deiner Familie zurück. Das war das Ende von Dutch Wendelin. Er hat sich dann am Ende doch noch in den Tod gestürzt. Er hat gesehen, es bringt nichts mehr, er ist am Ende. Er war auch schon angeschossen, aber John hat trotzdem, ja, er hat ihn nicht erschossen, ne? Er hat ihn sich einfach selber töten lassen, er hat ihn nicht erschossen. Also Leute, wir sind am Ziel angelangt. Wir können John Marstons Familie wiedersehen, seine Frau Abigail und sein Sohn. Und wir reiten in der nächsten Folge auf geraden Weg zu seiner Farm auf Breacher's Hope. Kann ich euch zeigen, wo sich das befindet. Und zwar hier ist das A für Abigail Marston. Wir waren hier schon mal in der Nähe und die ganze Zeit war Johns Familie
also nicht hier, die wurden jetzt erst wieder hierher geschickt. Und das ist Johns eigene Farm hier. Gar nicht so weit entfernt, zum Beispiel von McFarlane geht so, ne, aber schon in der Nähe von Blackwater, also fortschrittliches Dings. Wir müssen diesen Weg hier reiten zu seiner Farm hin. Und ich würde mich freuen, wenn er in der nächsten Folge einschaltet, wenn John an sein Ziel ankommt. Also danke fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge von Red Dead Redemption. Macht's gut und bis dann.